Wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge 60 Seconds. Es ist wieder Freitag und Freitag ist 60 Seconds Tag. Also, ja, kann man so nennen. So, wir gehen natürlich wieder erstmal hier am schönen Looten, ja, das kennt man ja schon. Außerdem jetzt schon direkt der Hinweis an euch alle. Wer es noch nicht wusste, es gibt einen von einem User erstellten Sprachpatch zu 60 Seconds vom guten Webfishy, Link in der Beschreibung. Der ist unglaublich aktuell, das heißt, wenn ihr ihm hier nämlich mit dem beigefügten Google Dokument, also dem Tabellendokument, Verbesserungen vor eintragt, dann aktualisiert ihr das unglaublich zeitnah. Deswegen sind die Sachen, die ich beim letzten Mal in Anführungszeichen bemeckert habe, schon aktualisiert. So, aber dazu gleich mehr. So, Tag 1, wie immer erstmal Bestandsaufnahme. Jo. Jo, kann man machen. Wir sind zu dritt, wir haben Timmy da ja nicht erwischt, aber wir haben das Scouterbuch, Radio und die Map. Wir haben sowohl das Bugspray als auch den Erste-Hilfe-Kasten, 5 Wasser und 6 Dosensuppen sowie das Padlock. Das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten. Und nochmal, also Webfishy ist sehr aktuell. Wenn ihr nämlich das beigefügte Formular, der Link zum Download ist ja in der Beschreibung, wenn ihr dort etwas eintragt in der Tabelle, dann wird das relativ zeitnah von Webfishy übernommen und ersetzt. Oder auch noch kommentiert, falls er vielleicht was anderes vorgeschlagen hätte oder sonstiges. Das heißt, wenn ihr 60 Seconds spielt und es auf Deutsch haben wollt, ist das auf jeden Fall ein guter Weg. Nun schauen wir mal rein. Tag 1. Wir haben es gerade noch rechtzeitig in den Bunker geschafft. Gut, dass Mary Jane ihre Tuba nicht mitgenommen hat. Die Lüftungsgeräusche hier drin sind schon schlimm genug. Warte mal, wo ist Timmy? Unsere Regale sind voller Dosen. Wir werden aus Dosen essen, auf ihnen schlafen, wir sogar mit ihnen sprechen. Einer von uns hat es schon gemacht. Wir möchten aber niemanden angucken. Eine Menge Wasser bedeutet, dass wir uns darum nicht so schnell Sorgen machen müssen. Das ist der am besten ausgerüstete Bunker, den wir je gesehen haben. Wir haben noch nie einen anderen gesehen, aber wir sind uns sicher, dass wir eine gute Menge Gegenstände haben. Das ist wohl wahr. Also da, das würde ich mal unterschreiben wollen. Sieht gut aus. Wir müssen am Anfang nicht rausgehen. Haben leider keine Gasmaske. Das vermisse ich noch ein bisschen. Schade. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Spiel ein Spiel, haben sie gesagt. Es wird lustig werden, haben sie gesagt. Sie haben nie erwähnt, dass es so schwer werden würde, eines auszuwählen. Ja, es gibt immer was zu meckern. Ja, es gibt immer Leute, die meinen, sie müssten sich wegen irgendwas beschweren. Und in dem Fall ist es wieder mal hier der Fall. Tag 2. Wir spielten Wahrheit oder Pflicht. Als sich herausstellte, dass wir nur Fragen stellten und die häufigste, werden wir noch etwas anderes als Suppe essen, war, beschlossen wir, dass wir genug für heute gespielt hatten. Ja, das ist wohl wahr. Es ist besser, wenn die Dinge ruhig sind. Glücklicherweise ist Mary Jane heute nichts Neues widerfahren. Heute geht es Dolores soweit gut und Ted ebenfalls. Sehr schön. Beruhigend. Als wir unseren Eimer vor dem Bunker leerten, entdeckten wir eine hastig gezeichnete Karte an einer der zerfallenen Wände. Jemand hat eine Route aufgezeichnet und eine Stelle am Ende markiert. Vielleicht sind dort ein paar Vorräte versteckt. Sollen wir es untersuchen? Machen wir nicht. Wir haben nämlich keine Gasmaske. Und ich möchte auch hier keinen jetzt schon krank werden lassen, so früh. Weil das heißt nämlich, ich müsste mein Erste-Hilfe-Kit brauchen. Und das ist das Letzte, was ich möchte. Deswegen lassen wir es mal sein. Wir sind gut ausgestattet mit Essen und Trinken. Das wird eine Zeit lang halten. Von daher, Schmarrn drüber. Wir werden vielleicht etwas verpassen, aber wir haben uns dagegen entschieden, den Wegweisern an der Wand zu folgen. Vielleicht ist jemand anderes kühn genug, den Zeichen an der Wand zu folgen. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist hier so doppelt. Ich werde jetzt, und das tut mir auch leid, ich werde jetzt parallel immer mir aufschreiben, an welchen Stellen ich eventuell Vorschläge für den guten Webfishy habe. Es wäre eine gute Idee, Mary Jane etwas zu trinken zu geben. Dolores sollte etwas trinken. Und wo ist Wasser, wenn Ted es braucht? Ja, nee, noch nicht. Es ist zu früh. Ihr könnt noch einen Tag länger warten. Die Kontamination unserer Stadt ist immer noch stark. Unter diesen Bedingungen zu plündern, könnte zu einer Strahlenkrankheit führen. Deswegen machen wir auch nichts. Ihr Wahnsinnigen! Ihr habt es in die Luft gejagt! Ah, ihr Verdammten! Fahrt doch zur Hölle!
Das hätten wir unseren Nachbarn sagen sollen, als sie letzten Frühling ihren Grill gesprengt haben. Das waren noch gute Zeiten, auch wenn sie einen richtig guten Grill zerstört haben. Ja, das ist wahr. Also so einen Grill kaputt machen ist immer unschön. Vor allen Dingen im Hochsommer, gerade wenn das Wetter so gut ist. Was bei uns sogar der Fall ist. Ein bisschen kühl, aber Wetter ist schön. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, also lasst es uns angehen. Mary Jane fällt andauernd in Ohnmacht. Wir sollten wirklich etwas für sie zum Trinken finden. Schnell. Dolores wird ohne Wasser nicht länger überleben und Ted sieht aus, als wäre er bereits mit einem Bein im Grab. Er muss sofort etwas trinken. Bitteschön. Kriegen sie. Unsere Nachbarschaft ist immer noch stark radioaktiv. Immer noch stark radioaktiv. Ausflüge da draußen sind im Moment ein großes Risiko für unsere Gesundheit. Wir haben eh nicht vor, rauszugehen. Von daher lassen wir das mal sein. Und es ist schwierig, unsere Laune in dieser Situation aufrechtzuhalten. Wir hoffen, dass dieser Mist bald vorüber ist. Sonst enden wir eventuell noch an einem Ort, der nicht ganz so schön ist. So, seid jetzt alle zufrieden? Jawohl, ja, ihr seid zufrieden. Perfekt. Wir versuchen unser Bestes, gelassen zu bleiben. Die Situation, in der wir uns befinden, ist fernab von normal und wir gewöhnen uns vielleicht nie daran. Wir hoffen, die Hilfe kommt bald. Mary Jane hat heute keinen Ärger verursacht und der Ärger ist ihr auch nicht in die Quere gekommen. Dolores ist wohlauf, soweit irgendwann irgendjemand in diesem winzigen Bunker wohlauf sein kann. Ted geht es gut. Sehr schön. Rausgehen immer noch nicht. Wir könnten eigentlich mal Radio hören. Nach all den Tagen, die wir unten verbracht haben, sind wir nicht gerade sauber. Wir riechen übel. Richtig übel. Es hat uns nicht gestört, bis wir es bemerkt haben und jetzt sind wir dabei, krank zu werden. Darum sollten wir uns nicht duschen. Ja, wir müssen jetzt leider das hier nutzen. Ich will die nicht krank haben. Deswegen machen wir das. Wir können die Kakerlaken auch mit dem Buch kaputt machen. Von daher verschwenden wir eigentlich dieses Bugspray jetzt hierfür, um eben den Krankheiten vorzubeugen. Ist, denke ich, die beste Idee in dem Moment. Endlich hat das Insektenspray, das wir mit runtergenommen haben, einen Sinn. Es riecht wahrscheinlich besser als wir, darum können wir es verwenden, um etwas salonfähiger zu werden, was den Geruch anbetrifft. Ja. Mary Jane sagt, dass es so gut geht und nichts braucht. Heute geht es Dolores soweit gut. An diesem schönen Morgen quälen Ted keine neuen Probleme. Das ist schön. Das freut uns alle. Am nächsten Tag werden sie das erste Mal essen wollen, schätze ich, weil wir dann bei Tag 7 sind. Etwas, das man nicht erwarten würde, ist, dass eine Gruppe Menschen in grüner Kleidung vor deiner Türe steht und behauptet, von den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben. Aber genau das ist uns passiert. Sollen wir diese Clowns reinlassen? Sie bieten vielleicht etwas qualitative Unterhaltung an. Nein, auf gar keinen Fall. Wir sind so gut ausgerüstet, die werden uns als reich bezeichnen. Und das möchte ich nicht. Ganz bestimmt nicht. Wir haben diesen seltsamen Rufen nicht geantwortet und hielten die Tür verschlossen, bis sich die Geräusche entfernen. Wir sind uns nicht sicher, ob wir wollen, dass diese Leute wiederkommen. Sie klangen zwar recht harmlos, aber kann man harmlosen Leuten in diesen schwierigen Zeiten vertrauen? Sie könnten schlimmer sein, als sie, die überhaupt nicht harmlos scheinen. Das ist wahr. Mary Jane ist immer noch hungrig. Was braucht Mary Jane jetzt am meisten? Du läufst, wir lieben gerne etwas essen. Alles, was du läufst möchte, ist Wasser. Und Ted braucht Wasser zum Überleben. Ihr seid noch nicht weit, was Durst angeht. Deswegen warten wir noch einmal. Dann wird auch Ted was essen wollen, schätze ich. Aus dem Grund sollen sie mal warten. Gut, das ist sowieso irrelevant. Wir werden sowieso nicht spielen, selbst wenn wir es könnten. Aus dem Grund warten wir erstmal. So, spielen ist eine schreckliche Angewohnheit. Das ist klar. Mary Jane immer noch hungrig. Fällt dauernd in Ohnmacht. Dolores hat eine ganze Weile lang nichts mehr gegessen. Hat Durst. Ted ist hungrig und es sieht so aus, als wäre er kurz davor, ins Grab zu gehen. Jetzt können wir allen alles geben. Dann sind alle wieder auf dem gleichen Level. Das ist ganz okay. Es wäre immer noch verstrahlt, das Gebiet. Okay. Könnte in eine Strahlenkrankheit führen. Deswegen lassen wir es sein. Unser Lieblingsradiosender hat aufgehört zu senden. Als wir andere Frequenzen ausprobiert haben, haben wir nichts als statisches Rauschen gefunden. Sind alle Stationen weg? Vielleicht sollten wir ein wenig am Radio herumbasteln, um seine Reichweite zu vergrößern. Nein, wir machen das nicht kaputt. Weil das sollte nur jemand machen, der Ahnung von dem ganzen Stoff hat. Und das ist keiner wie Ted, ja. Er sieht nicht so aus, als hätte er Ahnung davon. Wir sind uns sicher, dass sie momentan nur technische Probleme haben. Ja, das muss es sein. Es wird alles gut werden, natürlich.
Mary Janes Diät könnte etwas Essen vertragen. Dolores hat auch Hunger. Ted hat keine neuen Probleme. Wie weit seid ihr denn mit dem Hunger? Ihr seid nur hungrig? Dann warten wir nochmal einen Tag. Wir haben zwar relativ viel Essen und könnten das raushauen wie die Irren, aber ich möchte es trotzdem rationieren, weil wenn nämlich dann die Gruppe kommt mit den Mutanten, hätte ich gern Schutzmöglichkeit und da würde ich dann denen Essen geben. Lieber Essen als Wasser. Radioaktiv und wir wissen sehr wenig über die Ereignisse auf der Oberfläche. Es wäre eine gute Idee, mehr darüber herauszufinden. Vielleicht hat es noch jemand anderes in Sicherheit geschafft. Ein Radio könnte uns dabei helfen. Dann hören wir doch mal Radio. Das ist sowieso immer gut. Mal schauen, gibt es Informationen? Oh, war gerade aber ein richtig langer Leck. Krass. Ich hoffe, dass es bei den Sound jetzt kein Problem gab. Ich mache hier ganz kurz einen Cut. So. Entschuldigt, aber ich habe Angst, dass das jetzt asynchron geworden wäre, weil ich hier gerade einen richtig langen Leck hatte. Deswegen geht's weiter. Tag 10. Wir konnten ein schwaches Signal empfangen und den Regierungsnotfallkundgebungsdienst anzapfen. Das ist wunderschön übersetzt. Also hier den, wie heißt es? Government Emergency Broadcast mit Regierungsnotfallkundgebungsdienst. Super toll. Und wisst ihr was? Tolle Neuigkeiten. Der Atomstab draußen ist fast verschwunden. Es sollte jetzt sicherer sein, über die Oberfläche zu wandern. Mary Jane ist nicht besorgt, oder zumindest sagt sie es nicht laut. Heute war es für Dolores verhältnismäßig ruhig. Und es gibt nichts Neues über Ted zu berichten. Nichts Neues jedenfalls. Wieso seid ihr nicht mehr hungrig? Ihr habt doch gar nichts gegessen. Gestern wart ihr hungrig, auf einmal nicht mehr. Was ist los mit euch? Dann kriegt ihr auch nichts. Wir dachten, Telefongespräche wären etwas aus der Vergangenheit, nachdem die Atombombe alles in unserer kleinen Stadt ausgelöscht hat. Allerdings hat eine Telefonzelle in unserer Straße die Bombardierung irgendwie überlebt. Es hört sich so an, als würde sie klingeln. Wir sollten jemanden hinschicken, der abnimmt. Nein, Telefonstreiche wollen wir nicht. Und aus dem Grund ignorieren wir das auch gekonnt. Es geht ganz normal weiter. Es ist einfach viel zu gefährlich, einfach so zu einem Telefon zu rennen, das sich mitten in einer radioaktiven Geisterstadt befindet. Da gehen wir kein Risiko ein, es dauert eine Weile, bis das Ding auch verstummte. Das hat uns alle ziemlich genervt. Wir sollten nämlich etwas zu trinken geben. Irgendwo Wasser für Dolores und wo ist Wasser, wenn Ted es braucht. Ihr seid aber nur durstig, das heißt, wir können wieder einmal warten. Und versuchen uns immer ein bisschen rauszuziehen. Wir sind uns über die Situation auf der Oberfläche nicht im Klaren. Ein Ausflug könnte riskant sein, aber wir könnten genauso gut die Vorräte gebrauchen. Die Einöde ist Mary Jane in keiner Hinsicht gewachsen. Sollen wir Ted rausschicken? Nee, wir warten noch. Weil wir könnten es vorbereiten, dann können wir ihm Essen und Trinken geben, ihn dann rausschicken. Das machen wir. Eine Gruppe Doktoren hat heute an unsere Tür geklopft und fragten nach ein paar Vorräten, mit denen sie ihre Erste-Hilfe-Kisten auffüllen könnten. Wir dachten zu Anfang nicht, dass sie echt sind. Sie hatten Laborkittel an. Sollen wir ihnen helfen? Ja, wir helfen ihnen mal. Ich denke so, positive Vibes können immer gut sein. Wir schicken ja Ted raus. Das heißt, er sollte im besten Fall was zu essen holen. Sie haben sich aber mit nichts bedankt, soweit ich das sehe. Wir fragten sie nach ihren Arztlizenz. Aber alle behaupten, sie in einer Hose vergessen zu haben. Wir haben es nicht riskiert zu fragen, ob es nur die eine war. Wir gaben ihr eine Wasserflasche und wünschen ihnen gute Reise und mehr Glück mit Hosen. Schade. Mary Jane fällt dauernd in Ohnmacht. Dolores hat eine geile ganze Weile lang nichts mehr gegessen und sie bräuchte Wasser. Ted sieht aus, als müsste er bald ins Grab. Alles klar. Dehydriert, hungrig, dehydriert und dehydriert. Das heißt, er kriegt alle Wasser. Dolores kriegt was zu essen. Und wir schicken auch mit dem Ted was zu essen mit raus. Weil er ist vielleicht dafür am besten geeignet. Hoffentlich kommt er diesmal wieder. Ich glaube, die letzten beiden Male ist er beim ersten Ausflug direkt abgehauen. Kam nicht mehr wieder. Also hat uns einfach so in den Stich gelassen. Mary Jane könnte was zu essen vertragen und Dolores geht's ganz gut. Ted ist an der Oberfläche. Wie fertig sind sie denn? Du bist nur hungrig? Dann warten wir nochmal. Wir brauchen auf jeden Fall das Wasser. Und ein Erdbeben, da retten wir doch ganz eindeutig mal unser Radio, weil mehr haben wir eh nicht zu retten. Aus dem Grund ist das eine einfache Entscheidung in dem Fall.
Erdbeben oder nicht, nichts wird sich zwischen uns und unserer Dosis täglichen statischen Rauschens stellen. Wir konnten es gerade noch festhalten, bevor es auf den Boden gefallen kaputt gegangen wäre. Es könnte noch etwas anderes kaputt gegangen sein, aber das werden wir erst herausfinden, wenn wir hier aufgeräumt haben. Mary Jane ist immer noch hungrig und Dolores ist wohl auf, soweit irgendwer in diesem winzigen Bunker wohl auf sein kann. So, du bist hungrig, Mary Jane, dann isst du was. Wir könnten weiter auf unseren Hintern in diesem winzig kleinen Bunker verbringen, oder wir können anfangen, darüber nachzudenken, soweit wie möglich aus dieser radioaktiven Wüste zu verschwinden. Wer hätte gedacht, dass die Kommunisten so eine schöne Nachbarschaft zerstören würden? Wir könnten es selbst machen. Den Fluchtteil, nicht der Teil mit den Rennen natürlich. Allerdings könnte es dort draußen niemanden geben, der uns helfen könnte. Lasst uns Augen und Ohren offen halten. Oh, wir hören was. Wow, okay. Ich habe schon letztes Mal gesagt, wenn hier jemand von euch Interesse hat, ich würde gerne wissen, was sie hier gerade gemorst haben. Also, wer es kann, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir wussten es, die Regierung ist nicht gefallen und sie kommen, um uns zu retten. Sie haben in ihrer Übertragung kein genaues Datum genannt, aber wir sind uns sicher, dass sie uns nicht lange warten lassen. Sie sagten, dass sie sich in ein paar Tagen melden werden und sagten uns, dass wir auf weitere Anweisungen warten sollen. Mary Jane hat also Hunger und sie hat Durst. Und Dolores bräuchte Wasser. Wie weit seid ihr dann fertig? Durstig und hungrig sowie durstig. Da warten wir noch einen Tag. Dann kriegt ihr beide beides. Alarm! Draußen ist eine Horde Feuerwehrmänner. Oder zumindest welche, die so angezogen sind. Sie haben an die Tür und befehlen uns aufzugeben. Oh, warte. Bitte. Boah. Ich dachte schon, ich hatte mich da aus Versehen einen Rechtsklick gemacht auf dieses Ding. Ja. Wir müssen auf jeden Fall natürlich das Padlock nutzen. Weil sonst sind wir jetzt schon am Ende. Ich hoffe, dass Ted kommt mit wichtigen Sachen. Sonst wird es eine kurze Runde. Ted ist da und er ist krank. Aber er hat Wasser mitgebracht. Wir haben nicht geglaubt, dass ein kleines Vorhängeschloss sie aufhalten würde. Aber es stellte sich heraus, dass das unbekannte Angreifer genug entmutigt. Es scheint, als hätten sie ziemlich lang versucht einzubrechen, aber schlussendlich aufgegeben und gegangen sind. Zu blöd, dass das Vorhängeschloss in so schlechtem Zustand ist, dass es nicht wiederverwendet werden kann. Wir müssen uns einen anderen Weg überleben, diese Banditen und andere suppenhungrige Barbaren fernzuhalten. Ted ist sicher von seiner Reise an der Oberfläche zurückgekehrt. Die alte Bibliothek im Stadtzentrum war nur noch ein Haufen Steine. Die einzige Sache, die noch in den Ruinen zu erkennen war, waren halb verbrannte Regale und die Reste vom Schreibtisch der Bibliothekarin. Unter dem Tisch der Bibliothekarin finden wir eine Brotdose mit etwas Essen drin. Wir haben uns gefragt, was sie wohl von ihrem Mitessen abgehalten haben könnte. Die herabstürzende Decke könnte ihr den Appetit verdorben haben. Einmal essen. Unter dem Geröll haben wir ein paar Wasserflaschen gefunden. Sie sind etwas staubig, aber die Flüssigkeit darin scheint sauber zu sein. Mary Jane braucht was zu trinken. Dolores braucht was zu trinken. Ted hat Hunger, ist krank und müde. Das heißt, du hast nur Durst, du hast nur Durst und du hast Hunger und bist krank. Gut, du hast Hunger, du hast Durst, du bist krank. Einmal alles durchziehen. Ausflug gibt's vorerst nicht, weil draußen sind Banditen unterwegs. Und wir träumen immer von den kleinen Dingen, die wir getan haben, als noch nicht so viele Bomben vom Himmel gefallen sind. Zumindest nicht auf unseren Kopf. Problem ist, wenn die nächsten Mal Banditen kommen, haben wir keine Chancen zu verteidigen. Das ist unschön. Das nächste Mal muss ich dran denken, auf jeden Fall eine Axt mitnehmen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Also lasst es uns angehen. Mary Jane ist nicht besorgt, zumindest sagt sie es nicht laut. Dolores geht's gut. Ted hat Hunger, aber er hat sich von seiner Krankheit erholt. Und dann geben wir auch mal was zu essen hier. Rausgehen tun wir erstmal nicht. Es ist Zeit, etwas im Radio zu hören. Vielleicht fangen wir ein paar nützliche Informationsfetzen auf, die uns helfen, aus dieser misslichen Lage zu entkommen. Wollen wir nochmal schauen. Irgendwelche Informationen. Oh, wir haben Wasser bekommen. Und zwar viel Wasser. Eine freundliche Seele im Radio erzählte von einem Päckchen Vorräte, das sie auf ihrem Trip durch die Stadt verloren hatte. Wir haben sofort erkannt, dass sie durch unsere Straße gekommen sein muss. Wir sind nach draußen gerannt und haben uns das Päckchen geschnappt, bevor es jemand anderes tun konnte. Zwei Wasser, einmal Essen und Munition. Es ist beeindruckend, wie gut Mary Jane mit der Situation klarkommt. Sie sieht heute gut aus, Dolores scheint alles in Ordnung zu sein, Ted ist hungrig
und er sollte bald etwas trinken. Da wir es haben, hauen wir dir jetzt einfach mal alles rein, damit du zufrieden bist. Vielleicht auch nicht, wir werden es nicht wissen, bevor wir nicht rausgehen. Ich würde ungerne Dolores rausschicken, ehrlich gesagt. Ich hätte gern wieder Mutanten, Mary, aber das sage ich jede Folge. In der einen Minute war alles in Ordnung und in der zweiten sind wir uns gegenseitig an die Gurgeln Was? In der zweiten sind wir uns gegenseitig an die Gurgeln. Wie ist das passiert? Das ist verrückt. Wir sollten uns am Riemen reißen, wenn wir das hier überleben wollen. Lasst uns einfach eine Nacht darüber schlafen. Jo, versucht es. Komm. Versucht es wenigstens. Hoffnung ist ja da. Wir haben aufgehört zu argumentieren. Aber wie lange wird das anhalten? Mary Janes Date könnte etwas Essen vertragen. Wasser braucht Mary Jane jetzt am meisten. Dolores würde gern was essen. Und sie braucht Wasser. Ted knurrt der Magen. Können wir das alles noch einen Tag rauszögern? Ich glaube, ja. Ja, kann man machen. Dann zögern wir das um einen Tag raus. Und dann geht's weiter. Ausflüge gibt's erstmal nicht. Es ist nicht einfach, unter diesen Umständen gelassen zu bleiben. Hoffentlich werden wir bald unseren Frieden finden. Sonst müssen wir uns vielleicht wie Wölfe benehmen. Es kann nur der überleben, der sich anpasst und so. Ja, kann man sagen. Tag 20. Sehr gut. In so einem kleinen Bunker festzusitzen, würde jeden ein wenig abstumpfen. Wir müssen ruhig bleiben und auf Hilfe warten. Sie kommen ganz bestimmt, nicht wahr? Mary Jane Hunger und Durst, Dolores Hunger und Durst, Ted scheint in Ordnung zu sein, auch wenn die Welt im kein schöner Ort mehr ist. Hast du jetzt keinen Hunger mehr? Wie kann es sein, dass bei dir auf einmal der Hunger weggegangen ist? Aber okay, wenn du nichts möchtest, kriegst du auch nichts. Ein Anruf bekommen? Nein, wir gehen nicht raus zum Telefonanruf. Das mache ich nicht. Warum sollten wir auch? Viel zu gefährlich, einfach so zu einem Telefon zu rennen. Natürlich, das hatten wir schon. Mary Jane hat Hunger. Dolores hat Hunger. Und Ted ist ziemlich durstig. Okay. Dann kriegt ihr jetzt direkt, was ihr wollt, damit ihr nämlich Ruhe gibt. In der Hoffnung, dass das dann gut läuft. Was bekommen wir denn? Wir bekommen, er bietet eine Feueraxt für Munition an. Machen wir mit. Können wir uns nämlich gegen Angreifer verteidigen. Ist gut, weil nur die Munition allein bringt uns nichts. Aber mit der Feuerwehraxt sind wir erstmal sicher. Der komische Mann wollte uns dazu bewegen, gebratene Kakerlaken am Spieß zu kaufen, die mit einer seltsamen Soße bedeckt waren. Diese Snacks sahen ziemlich ekelhaft aus, darum haben wir sie abgelehnt. Aber wir haben etwas anderes bei ihm gekauft, er sah etwas enttäuscht aus. Es tut mir leid. Mary Jane fühlt sich sicher. Er würde es in einem so einem gesagt großen Bunker nicht tun, das ist die Frage. Dolores geht es ziemlich gut. Und über Ted kann es auch nichts Neues geben. Es ist okay. Können wir durchziehen. Unsere Geduld schmolz dahin. Wir dachten, es wäre eine gute Idee, einen kurzen Blick nach draußen zu wagen, um sich in der Nähe Ärgerbande. Das passt aber nicht. Da ist es nämlich nach. Einen Moment. Einmal aufschreiben. Als wir gerade raus wollten, blitzten ein paar Tieraugen in der Dunkelheit auf. Es ist natürlich wieder Pancake. Wir haben leider keine Möglichkeit, ihn in irgendeiner Weise aufzunehmen, weil wir keine Taschenlampe haben, um ihn zu erkennen. Sehr schade. Unter anderen Umständen hätten wir es riskiert, gegen das Tier in der Dunkelheit zu kämpfen, aber aus irgendeinem Grund war das nicht nach unserem Geschmack. Darum begannen wir vor Schreck zu schreien. Das Tier hatte vor uns möglicherweise, womöglich mehr Angst, als wir vor ihm. Es ist schnell davongerannt. Schön. Mary Jane sollte was trinken, Dolores sollte was trinken und Ted ist hungrig. Schwierig. Warten wir einen Tag, danach kriegt ihr alles, was ihr wollt. In der einen Minute war alles in Ordnung und in der zweiten sind wir uns gegenseitig an die Gurgel. Wie ist das passiert? Das ist verrückt. Wir sollten uns am Riemen reißen. Wenn wir das hier überleben wollen, lasst uns einfach eine Nacht drüber schlafen. Jo, schlaf drüber. Eben noch ausgerastet und dann einfach mal drüber schlafen. Ist immer gut. Kann ja was bringen. Tag 24, wenn ich es richtig gesehen habe. Es gibt nichts Schöneres als die Ruhe nach dem Sturm. Oder war es umgekehrt? Mary Jane fällt andauernd in Ohnmacht. Sie braucht was zu trinken. Dolores braucht was zu trinken. Ted braucht Essen und Trinken. So. Wird verteilt. Ist alles gut.
furchtbar ruhig zu sein. Vielleicht ist es sicher, vielleicht auch nicht. Wir werden es nicht rausfinden. Wir konnten eine weitere Mitteilung von der Regierung empfangen. Das Militär bereitet... Ich hasse es! Jedes Mal. Ich darf einfach nicht meine Hand auf der Maus lassen, wenn ich was lese. Mann, wir waren uns nicht sicher, dass wir die Position auch ohne Karte finden konnten. Da lagen wir wohl falsch. Hoffentlich haben wir das nächste Mal mehr Glück. Ja! Da. Mel Jane sagt, dass es ihr gut geht. Es ist momentan für jeden von uns schwer, aber Dolores hat heute gute Laune. Ted ist hungrig und ist erschöpft. Dann ess was. Das ärgert mich so sehr. Es gibt nicht viel Platz hier unten und wir können alles riechen. Als sich einer der Steine heute gelöst hat und ein Loch freilegte, fühlten wir uns ziemlich krank. Das ist der Geruch, der aus dem Loch kommt. Es ist schrecklich. Sollen wir nachsehen und die Quelle des Gestanks beseitigen? Ja, macht mal. Macht mal ein bisschen sauber. Ihr müsst noch länger da unten bleiben. Eventuell. Das Radio kaputt gegangen ist. Super. Falsche Entscheidung getroffen. Wir nähern uns vorsichtig dem Loch und schauten hinein. Was danach passierte, hat uns zu Tode erschreckt. Macht auch keinen Sinn. Ein komisches Nagetier, Reptil oder was für eine kranke Kreatur das auch war, ist herausgesprungen und hat angefangen, durch den ganzen verdammten Bunker zu hüpfen. Es war überall. Wir konnten es nicht fangen. Bevor wir etwas tun konnten, stoß es unser Radio vom Tisch und ist zurück in das Loch, aus dem es gekrochen ist. Wir haben es nie wieder gesehen. Toll. Super. Jetzt haben wir kein Radio mehr. Wie ärgerlich. Hoffentlich können wir bald reparieren, weil wir haben ja das Scout-Handbuch. Während der Nacht hörten wir ein paar auffällige Geräusche vor unserer Türe. Als wir heute Morgen hinsahen, haben wir einen Lederkoffer. Toll. Nein, wir öffnen ihn nicht. Ich will kein Risiko eingehen in dieser Folge. Ich habe es im Prinzip jetzt schon wieder versaut, indem das Radio kaputt gegangen ist. Wir haben keine Ahnung, wer das hier hingelegt hat. Und heutzutage kann man niemanden trauen. Wir riskieren unser Leben nicht für ein paar Vorräte. Sie könnten vergiftet sein. Wir warfen das Geschenk fort und haben es schnell vergessen. Wir sollten Mary Jane etwas zu trinken geben. Dolores hat eine ganze Weile nichts mehr gegessen und sie braucht auch Wasser. Wenn Ted nichts trinkt, wird er nicht lange durchhalten. Ihr seid aber alle noch im akzeptablen Bereich. Das heißt, wir machen weiter. Rausgehen tun wir eh nicht. Während der Nacht hörten wir ein paar auffällige Geräusche vor unserer Tür. Schon wieder. Das ist doch derselbe Koffer, oder? Mein Gott, wir haben draußen welche, die immer wieder Koffer vor unsere Tür stellen. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Ja, wir können niemanden vertrauen. Das hatten wir schon. Mary Jane hat Hunger und sie fällt down in Ohnmacht. Dolores hat eine ganze Weile nichts mehr gegessen. Und sie wird nicht länger überleben ohne Wasser. Das heißt, alle brauchen Wasser und des Weiteren braucht ihr beide was zu essen. Sehr gut. Tag 28. Es ist anstrengend, hier unten zu sein. Hier zu leben. Ja, ihr schafft es aber doch aktuell. Es läuft doch ganz gut. Das Radio ist kaputt. Ich hab's versaut mit der Map. Aber egal. Es ist leicht, sich etwas niedergeschlagen zu fühlen, wenn man im Untergrund lebt. Kein Sonnenlicht, kein Himmel. Wir müssen diesen Pessimismus loswerden und versuchen, etwas Freude in unser Leben zu bringen. Erzählt euch doch Witze. Mary Jane fühlt sich ganz in Ordnung. Sie fühlt sich sicher. Dolores hat eine Weile nichts mehr gegessen. Und Ted sagt, man müsste sich keine Sorgen machen. Dann ess doch mal was, Dolores. Solle, wir könnten theoretisch ein Radio bekommen für die Feuerwehr-Axt. Das ist sogar ganz spannend. Weil ein Radio brauchen wir auch. Der Wechsel hier, Taschenlampe gegen Kartenspiel, würde ich auch machen. Ein Padlock für einen Koffer würde ich auch machen. Ich würde niemals Insektenspray haben wollen, wenn ich dafür das Erste-Hilfe-Kit weggebe. Das ist schwachsinnig. Aber das mit dem Radio finde ich eigentlich ganz interessant, weil wir brauchen die Information, aber wir müssen uns verteidigen. Wir wissen aber nicht, ob wir irgendwann wieder attackiert werden. Es kann sein, dass wir jetzt Ruhe haben für ein paar Wochen. Man weiß es nicht. Ich mache mal nichts dergleichen. Ich mach mal nichts. Wahrscheinlich werde ich es gleich bereuen. Und das ist ganz schlimm dann, aber...
Wir werden es sehen. Es war schwer, ihr wegen ihrer verdammten Heiterkeit eine Abfuhr zu erteilen, aber wir haben es trotzdem geschafft. Die Frau schien ein wenig enttäuscht und versuchte uns, eine seltsame Waffe für ein paar Schaubilder anzudrehen. Wir lehnten es auch ab. Es ist ja nicht so, dass wir hier keine Gerätschaften haben. Mary Jane ist erschöpft, Dolores ist ziemlich erschöpft, aber Ted ist ausgeschlafen. Immerhin sind sie sich einig in der Familie. Es gibt wieder mal einen Telefonanruf, den wollen wir nicht. Aus dem Grund geht's weiter. Tag 31. Der erste Monat ist um. Es ist einfach viel zu gefährlich, einfach zu so einem Telefon zu rennen, das sich mitten in einer radioaktiven Geisterstadt befindet. Mary Jane hat Durst, Dolores hat Durst und Ted ist ziemlich durstig. Aber nur durstig, noch nicht dehydriert, deswegen ihr könnt noch einen weiteren Tag warten. Ist ja in Ordnung. Es scheint immer noch ruhig zu sein draußen, aber ich möchte eigentlich nicht jemanden rausschicken. Wir vermissen das Leben, das wir hatten, sehr. Der Freiraum, der Himmel, das Essen, mehr Essen. Wir wünschten, wir könnten in einer Zeit zurückgehen, bevor diese verdammten Bombe vom Himmel gefallen ist. Muss ich mir auch ganz kurz mal ausschreiben. Ich glaube, dass hier den besser klingt als der. Törichte Gedanken sind das eine, aber wir müssen auf die brutale Realität, die uns erwartet, vorbereitet sein. Mary Jane fällt down in Ohnmacht, Dolores wird unter Wasser nicht lange überleben und Ted ist quasi schon im Grab. Dann trinkt ihr alle, du isst auch noch was, wir haben noch zwei Wasser, das reicht also für quasi 2,5 Mal trinken. Reicht halt nicht für alle. Also 2/2 mal trinken. Einer wird eben nur 2 Mal trinken können. Da müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Wir müssen irgendwann wieder rausgehen. Wir kommen nicht drum herum. Wir sind abgeschottet in einem kleinen Bunker. Unsere Vorräte sind sehr begrenzt. Wenn wir überleben wollen, ist es eine Zeit für verzweifelte Maßnahmen. Wir wissen, dass eine Gruppe älterer Menschen in einem Ruin unseres örtlichen Altenheim befinden. Sie müssen ein paar Vorräte haben und unserer Ansicht nach brauchen wir sie dringender. Das Wohlergehen unserer Familie ist das Wichtigste in der Welt, oder? Ja, machen wir. Kommt zu einem guten Moment, bringt Wasser mit. Bitte? Eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe bringst du mit. Wir sind dahin gegangen, haben uns genommen, was wir brauchten und sind zurückgekommen. Wir sind uns sicher, dass es der Gruppe gehen wird. Ja, da fehlt auf jeden Fall ein Adjektiv. Den meisten vermute ich, ja, ganz bestimmt. Es ist beeindruckend, wie gut man mit Jane die Situation klarkommt. Gibt nichts über Ding und nichts über Ted. Wir haben eine Taschenlampe bekommen, wow. Verlassenen Panzer, der einfach da im Freien stand. Er sah beschädigt aus, aber die könnten brauchbare Vorräte enthalten. Oh, cool, das ist neu mit dem Panzer. Wir schicken... Du bist erschöpft. Wir schicken Ted raus. Hoffentlich bringt er was mit. Und zwar keine Krankheit. Ja, immerhin, eine Gasmaske ist schon mal in Ordnung. Ist zwar ein bisschen spät, aber besser als nichts. Der Panzer war mit Schutzausrüstung ausgestattet, inklusive einer Ersatzgasmaske. Jetzt gehört sie uns. Ted ist sicher von der Reise an der Oberfläche zurückgekehrt. Mary Jane hat Hunger. Dolores geht es gut. Sie findet nichts, worüber sie sich beklagen könnte. Und für Ted ist es auch ganz okay. Dann warten wir noch mal einmal, bis du was zu essen bekommst. Auch so könnte riskant sein, aber wir könnten genauso gut die Vorräte gebrauchen. Ted ist nicht in der besten Verfassung. Dolores ist in ziemlich guter Verfassung. Ja, Dolores ist halt auch erschöpft. Ich würde sie ungern erschöpft rausschicken, ehrlich gesagt. Es ist schwer, unter diesen Umständen zu überleben. Hoffen wir mal, dass es bald vorbei ist, sonst... könnten wir noch tot in einem Bach der Einöde enden. Das würden wir gerne verhindern. Finde ich vernünftig. Also hier zu sagen, ich würde das gerne verhindern, irgendwo tot in der Ecke zu liegen, das ist durchaus passend. Es ist schwer, sich keine Sorgen zu machen, wenn man unsere momentane Situation bedenkt. An manchen Tagen haben wir immer noch mit dem Leben im Bunker zu kämpfen, aber wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Mary Jane ist hungrig und braucht Wasser. Dolores würde gerne was essen und braucht Wasser. Ted... ist zufrieden, wie es ihm geht. Durstig, hungrig,
Wir warten nochmal. Noch sind sie nicht dehydriert. Deswegen können wir das machen. Mary Jane ist normal immer sehr fröhlich. Aber in letzter Zeit fühlt sie sich ein wenig niedergeschlagen. Sie vermisst eindeutig ihren Musikunterricht. Sie summt andauernd ihre klassischen Lieblingsstücke und imitiert dabei den Klang einer Tuba. Sie sagte, würde sterben, wenn sie dafür nochmal die Chance bekäme, auf einer zu spielen. Moment, bitte. Ich entschuldige mich natürlich dafür, aber ich würde es halt gern ihr ein bisschen unterstützen, das aktueller zu halten. Deswegen mache ich mir die Notizen. Auch wenn das jetzt dazu führt, dass es hier so ein bisschen abrupter Wechsel ist. Was auch mit Sicherheit passieren wird, wenn wir sie aus dem Bunker lassen. Wenn ihr das wieder ein Lächeln auf Gesicht zaubert, sollten wir sie vielleicht für einen kleinen Spaziergang um Haus hinauflassen. Ja, machen wir. Ums Haus natürlich. Nicht um Haus. Achso. Bestätigen wäre ganz gut, glaube ich. Habe ich gehört. So eine Bestätigung. Na toll, jetzt kommt sie krank wieder. Was bist du denn? Aber sie hat was zu trinken mitgebracht. Immerhin etwas. Mary Jane war sehr, sehr aufgeregt, als wir sie für die Tuba nach draußen ließen. Sie sagte, wenn sie das Instrument nicht fände, sehe sie nach, ob man etwas anderes fände. Wie beispielsweise ein Notenblatt. Wir hoffen inständig, dass die Tuba nicht überlebt hat. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir das statische Rauschen oder sogar den süßen Klang der Stille bevorzugen. Nichts macht uns glücklicher, als Mary Jane von der einen Höhle in den Bunker zurückkehren zu sehen. Eines der Gebäude, das die Explosion überstanden hat, scheint der örtliche Busbahnhof gewesen zu sein. Wenn irgendwelche Fahrgäste überlebt haben, haben sie die Busse längst verlassen und dabei eine Menge persönlicher Gegenstände zurückgelassen. Rucksäcke, Taschen, Säcke und einer hat sogar einen Schrank vergessen. Es war schwer, nicht hineinzusehen. Und weißt du was? Es war noch ein anderer kleiner Schrank darin. Unsere regionalen Athleten haben sich auf eine Meisterschaft vorbereitet, das irgendwo, ja, kennt man schon, stattfinden sollte. Wir haben zweimal Wasser bekommen. Mary Jane ist hungrig, ist krank, ist müde. Dolores hat Hunger und ist durstig. Ted ist durstig. So, jetzt mal gucken. Du bist dehydriert, du musst was trinken. Den Rest warten wir erstmal. Mary Jane können wir leider nicht rausschicken, das ist ärgerlich. Ich würde sie nämlich gerne raushauen, sonst wären wir nämlich alle krank. Und das gefällt mir nicht. Hoffentlich steckt sie keinen an. Die soll die Gasmaske anziehen. Kann sie die Keime bei sich behalten. Wir können sagen, dass der Fremde enttäuscht war. Aber das ist nicht unser Problem. Wenn es jemals eine Zeit gäbe, in der das Leben enttäuschend ist, dann ist es vermutlich das Ende der Welt. Mary Jane ist hungrig, Dolores ist hungrig und Ted würde bald im Grab sein, wenn er nichts trinkt. Das ist wohl eindeutig korrekt hier. Deswegen kriegst du Wasser. Ihr habt beide Hunger. Können wir eigentlich machen. Du trinkst. Komm. Und ihr beide esst was. Wir haben genug Essen. Haben auch noch gut was an Trinken übrig, dank Mary Jane. Tanz der Kakerlake. Jawohl. Auf geht's. Das Scouterbuch ist endlich mal zu was zu gebrauchen. Das hat hier nur knappe 5 Wochen gedauert. Bis wir endlich mal dieses schöne Buch nutzen können. Ja, Radio reparieren. Scheiß drauf. Hauptsache wir Kakerlaken. Kakerlaken killende Sachen ist es gut. Da sind wir aber nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Zumindest wenn riesige, haarige, achtbeinige und leuchtende Kakerlaken Fäuste hätten. Ja, hoffentlich müssen wir uns nicht wieder mit ihnen herumschlagen. Mary Jane hat Durst, Dolores hat Hunger, Ted geht es gut. Du bist nur hungrig, du bist durstig. Da warten wir nochmal einen Tag. Wenn Mary Jane jetzt abhauen würde, hätte ich nichts dagegen. Aber okay. Wir haben uns ein wenig erschreckt, als unsere Karte heute plötzlich von der Wand gefallen ist. Vielleicht spukt es in unserem Bunker. Als die Karte herunterfiel, offenbarte sich uns eine Art Safe. Wir können uns nicht daran erinnern, ihn eingebaut zu haben. Aber wir können ihn vielleicht aufknacken. Naja, wir haben eigentlich alle Zeit der Welt dafür. Sollen wir es versuchen? Natürlich. Versucht es aufzuknacken. Den Safe. Gesundheit. Oh, eine Knarre im Safe. Ja, das ist doch ganz gut. Das ist doch mal ganz nett. Mary Jane fällt auch in Ohnmacht, sie braucht was zu trinken. Dolores braucht was zu trinken. Ted hat keine Probleme. Das heißt, wirklich nur ihr beide. Jawohl.
Wird auch direkt gemacht. Wir hier nämlich alles im Laufen halten. Es ist hier unten sicher zu haben. Es hier unten sicher zu haben ist viel besser, als draußen pulverisiert zu werden. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht nach draußen wollen. Vielleicht sollten wir bald einen Spaziergang machen. Die Nachbarschaft ist seit den Bombenangriffen bestimmt um einiges friedlicher. Immerhin schön zynisch. Tag 40. Sehr, sehr gut. Ist die Frage, wie geht's denn weiter? Wir können auf uns selbst aufpassen. Mary Jane hat ausgeschlafen. Dolores würde gern was essen. Ted würde gern was essen. Und er hat Durst. Du bist nur hungrig und du bist auch nur hungrig. Das heißt, wir warten noch. Rausgehen. Wir schicken Mary Jane raus. Oh, wir könnten wirklich etwas mehr Vorräte gebrauchen. Wir haben sie heute gezählt und die Zahl hat uns nicht glücklich gemacht. Zeit, etwas dagegen zu tun. Wir wissen, dass ein Lehrer unserer örtlichen Schule es geschafft hat, ein paar Kinder zu retten und diese in ein nahegelegenes Gebäude zu bringen, in dem sie relativ sicher sind. Und wir könnten, was auch immer sie haben, wirklich gebrauchen. Wir könnten es wirklich gebrauchen, nicht wahr? Ja, mal schauen, ob wir wieder in die Flucht geschlagen werden. Das ist uns letztes Mal passiert. Er ist verrückt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir haben Essen. Wir sind jetzt um einige Vorräte reicher. Aber aus irgendeinem Grund fühlen wir uns nicht gut dabei. Lasst uns einfach nicht mehr darüber sprechen. Ja. Werden wir einfach machen. Es ist besser, wenn die Dinge ruhig sind. Glücklicherweise wird Jane heute nichts Neues widerfahren. Dolores würde gern was essen. Ted hat Hunger. Und er hat Durst. Außerdem wird er verrückt. Ist natürlich unschön, jetzt hier einen verrückten Vater zu haben. Dazu eine kranke Tochter. Dolores, wie schaffst du das nur? Wir schicken sie natürlich raus. Einfach mal rausgehen lassen. Hauptsache, sie steckt keinen an. Das muss nämlich nicht sein. Mit Jane ist da draußen gegangen, hoffen wir, dass sie sich beeilt. Wenn wir etwas brauchen, dann ist es Wasser für Dolores. Und Ted hat Hunger. Wie durstig bist du denn? Nur durstig? Da warten wir noch einmal. Können wir noch einen Tag warten. Das Räuberlager an unserer Straße war vor kurzem besonders unerträglich. Sie benehmen sich wie richtige Wilde. Wir werden das nicht länger dulden. Jemand sollte ihnen zeigen, dass die unschuldigen Überlebenden der Einöde keine erbärmlichen Opfer sind und dieser jemand sollten wir sein. Auf geht's mit der Knarre. Los. Zeig denen, was Sache ist. Wir haben nichts geholt, wie es aussieht. Doch, Munition. Wir sind mutig in das Lager gestürmt und haben aus voller Lunge Beleidigungen und Drohungen geschrien. Leider war niemand da, der unser Mut hätte wahrnehmen können. Es sieht so aus, als wären die Banditen zu überfallen gegangen. Und haben das Lager mit dem Hintergedanken, dass sowieso niemand wagen würde, hinzukommen, verlassen. Schwierig. Aber wir nicht. Wir haben furchtlos all ihre Vorräte eingesammelt, die wir finden konnten, und sind mutig zurück zum Bunker gerannt. Wir denken, dass das der ultimative Beweis ist, dass wir nicht in Gefahr sind. Wir sind die Gefahr. Fürchtet uns! Ja. Dolores, ohne Wasser nicht lange überleben. Dann kriegst du einfach dein Wasser. Gut. Zocken können wir eh nicht. Wird also dementsprechend ignoriert, wie immer. Und sind jetzt bei Tag 44. So. Spielen ist eine schreckliche Angewohnheit. Wenn es was über Dolores zu berichten gäbe, würde es hier stehen. Ted ist ziemlich durstig. Was ist denn ziemlich? Nur durstig? Du kannst warten, Ted. Es gibt einfach so viele Dinge, die du in einem kleinen Bunker tun kannst. Also haben wir gedacht, hey, warum nicht ein paar Spiele spielen? Spiele sind nicht nur etwas für Kinder. Das ist wohl wahr. Spiele ist für jedermann. Oh, Mary Jane kommt wieder. Die bringt Essen mit, oder? Wir spielten, ich sehe was du nicht siehst, und es macht in den ersten 3 Minuten ziemlich viel Spaß, danach langweilte sich jeder über den Buchstaben W. Nichts macht uns glücklicher, als Mary Jane von der Einöde in den Bunker zurückkehren zu sehen. Während unserer Expedition sind wir über eine halb zerfallene Wand mit einem halb verbrannten Gemälde gestolpert. Wir haben schnell bemerkt, dass wir die Ruinen des örtlichen Museums gefunden haben. Normalerweise würden wir so eine Einrichtung niemals ohne eine Eintrittskarte betreten. Aber verzweifelte Maßnahmen erfordern verzweifelte Maßnahmen.
Das ist schwierig, würde ich sagen. Ich würde eher sagen, Situation muss das erste sein. Wir sind über das Drehkreuz gesprungen, ohne zurückzuschauen. Wir hofften auf ein paar Süßigkeiten und Snacks, aber alles, was in der Museumskantine anzubieten hatte, war Tomatensuppe. Diese armen, armen Touristen. Mary Jane hat Hunger und ist müde. Dolores geht's gut und Ted braucht Wasser. Gut, dann isst du was und du trinkst was. Wir können Dolores auf eine Expedition schicken. Machen wir das doch mal. Mary Jane wurde verletzt. Nee, da nutzen wir jetzt nicht die Axt für. Sie ist sowieso schon krank. Deswegen ignorieren wir das ganz gekonnt. Wenn ich ein Medikit finde, heile ich eh komplett alles bei ihr. Dann ist es in Ordnung. Mary Jane wird schon damit klarkommen. Es ist nicht das erste Mal und es wird nicht das letzte Mal, dass sie krank ist. So. Mary Jane ist immer noch hungrig. Dolores möchte Wasser. Und Ted ist hungrig. Aber nur hungrig und durstig. Na, da können wir warten. Nur Dolores kriegt ihr Wasser, weil sie jetzt auf Reise geht. Sie muss auch mal rausgehen. Jeder war schon draußen, nur die Madame nicht. Wahrscheinlich wird sie jetzt einfach alles finden, was man braucht zum Überleben. Außerdem ist es sehr gut, eine Kranke und einen Verrückten allein zu lassen. Mary Jane könnte was zu essen gebrauchen, alles klar. Auch was zu trinken. Dolores ist weg und Ted hat auch Hunger. Dann esst und trinkt einfach mal was. Es ist weder der beste Ort noch die beste Zeit, um Pläne für die Zukunft zu schmieden. Aber wir wüssten sonst nicht, was wir aus der schrecklichen Situation machen sollen. Steht unser Haus noch? Oder werden wir in ein verlassenes Loch wie Wien ziehen müssen? Oh, jetzt geht's nach Wien. Verlassenes Loch ist aber schwierig. Wien, Gesundheit, Baby Jane. Na toll, jetzt hat er die Dinge als Toilettenpapier benutzt. Was ist los mit dir? Unser Umzug ist etwas, das wir mit Sicherheit besprechen können, nachdem wir hier raus sind. Jeden Tag wird Ted geistesabwesender. Seit heute Morgen hat er es sich in den Kopf gesetzt, eine Zeitung zu lesen. Oder eher etwas, was für eine Zeitung hielt. Oder Toilettenpapier. Es schien wirklich interessant gewesen zu sein, darum wollten wir ihn nicht vom Lesen abhalten. Er musste seine Notdurft verrichten, aber dann hat er versehentlich nach unserer Karte genug gesagt. Jetzt ist sie unbrauchbar. Absolut nutzlos. Ted schien es hingegen nicht so sehr zu plagen und als wir versuchten, ihm klarzumachen, was er getan hatte und ihm das Tupper abgenommen haben, hat er nur gemummelt, dass er es uns vielleicht ausleiht, wenn er fertig ist. Toll. Ted ist hungrig. Nee, du kriegst erstmal nichts zu essen. Du benutzt uns wieder... Okay. Als die Gruppe in Laborkitteln vor einer Weile nach Wasser gefragt hat, bezweifelten wir ihre Echtheit. Aber jetzt nicht mehr. Sie sind heute zurückgekommen und verpassten uns ein paar Spritzen. Wir wussten nicht wofür, aber wir fühlen uns schon viel besser. Und die Farben sind alle so heiter. Oh je. Was ist jetzt passiert? Toll, sie ist wieder gesund. Ich dachte jetzt irgendwie hier so bunte Mannequins, dass jetzt alle mutiert sind. Aber immerhin... Sie ist wieder gesund geworden. Mary Jane ist wieder gesund. Vielen Dank, Herr Doktor. Ted sieht aus, als wäre er bereit mit einem Bein im, als wäre er bereits mit einem Bein im Grab. Er muss sofort etwas trinken. Weißt du was? Trink was. Es ist wirklich schwer, etwas auf der zerstörten Karte zu entziffern. Darum wäre es eine gute Idee, sich wieder etwas auf Vordermann zu bringen. Ja, versucht es mal. Funktioniert es? Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Warum macht ihr das nicht mit dem Radio? Gute Nachrichten, wir haben wieder eine Karte, die wir benutzen können. 38. Eine. Wir sollten Mary Jane was zu trinken geben. Es gibt nichts über Ted zu berichten. Nichts Neues jedenfalls. Machen wir hier irgendwas? Verrückt? Durstig? Nö, warten wir. Wir fragen uns, was mit Onkel Brian passiert ist. Er hätte zur Zeit des Bombenanschlags weit weg sein sollen, aber man weiß ja nie. Es wäre toll, das herauszufinden. Er sah immer auf die Sonnenseite des Lebens, darum sollten wir das vielleicht auch tun. Aber es ist nicht einfach. Sag mal, haben wir nicht ein Foto von ihm in eins unserer Bücher gesteckt? Oh mein Gott! Es war in dem Scouter-Buch, das sie benutzt haben zum Reparieren. Oh, hallo Dolores.
Und sie kommt krank wieder. Toll. Und kein Wasser. Was ist los mit euch? Tatsächlich, das Foto, nach dem wir gesucht haben, steckte zwischen den Seiten des Pfadfinderhandbuchs. Was für ein glücklicher Zufall. Es ist ein wenig verschwommen, aber es ist trotzdem eine schöne Überraschung. Wir sind froh, dass Dolores sicher aus der Einöde zurückgekehrt ist. Unser kleiner Trip an die Oberfläche hätte beobachtet und verfolgt werden können. Wir sollten das nächste Mal vorsichtiger sein. Das stolze Allison-Hotel wurde komplett zerstört. Jede Menge Gepäck lag zwischen den Trümmerhaufen. Nur ein paar untere Räume haben teilweise überlebt. In einem Raum, oder was davon noch übrig ist, haben zwei Personen Schach gespielt. Die eine war ein Skelett und der andere ein Mann in einer Art Rüstung. Sie gaben uns das Schachbrett und beanspruchten einen Ersatz. Das eine war ein Skelett und der andere ein Mann in einer Art Rüstung. Das heißt, da hat jemand mit dem Toten gespielt. Als wir weggegangen sind, haben wir bemerkt, dass sie uns Dame anstelle von Schach gegeben haben. Was für ein schlechter Witz. Mary Jane fällt andauernd in Ohnmacht. Wir sollten wirklich etwas für sie zum Trinken finden. Schnell. Mary Jane hat ausgeschlafen. Dolores würde gerne was essen. Sie ist krank geworden und sie ist müde. Ted ist nicht länger verrückt. Cool. Das heißt, du hast Hunger, du bist erschöpft und du hast Durst. Du hast Durst, du hast Hunger und jetzt müssen wir jemanden rausschicken. Wir schicken Mary Jane raus. Wir brauchen Wasser. Es ist schwierig, unser... Es ist schwierig, unsere Laune in dieser Situation aufrechtzuerhalten. Wir hoffen, dass dieser Mist bald vorüber ist, sonst enden wir eventuell einen Ort, der viel schlimmer ist als unser gemütlicher Bunker. Wir brauchen Wasser. Und zwar schnell. Mary Jane, los, finde Wasser. Aber es ist schwer, sich keine Sorgen zu machen, wenn man unsere momentane Situation bedenkt. An manchen Tagen haben wir immer noch mit dem Leben im Bunker zu kämpfen, aber wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Dolores hat Hunger und Ted hat Hunger. Außerdem hat er Durst. Du bist hungrig und du bist durstig, unhungrig. Du bist nur erschöpft. Wir schicken Mary Jane raus und geben danach Trinken aus. Weil wir müssen es ein bisschen rauszögern. Wir haben nicht mehr so viel. Was sind das? Ein Viertel? Ja, ein Viertel. Mary Jane ist halt draußen gegangen. Hoffen wir, dass sie sich beeilt. Dolores hat seit einer Weile nichts mehr gegessen und sie hat Durst. Ted ist hungrig und durstig. Ja, da müssen wir jetzt beiden beides geben. Da kommen wir nicht drum rum. Enge Räume sind keine freundliche Umgebungen. Und wir sind schnell in einer Auseinandersetzung über ein paar belanglose Dinge geraten. Wenn das weiter anhält, finden wir uns bestimmt in einem hässlichen Ort wieder. Ich glaube, dass hier an einem hässlichen Ort besser ist, oder? Wir haben aufgehört zu streiten, aber wie lange wird das anhalten? Dolores geht's gut und Ted hat Hunger. Weißt du was, wir haben so viel Essen, da hauen wir Essen raus wie blöde. Da steht ein Mann an der Tür, der unser Freund sein möchte. Zumindest sagt er das. Er sieht harmlos aus, ebenso scheint er durch eine seltsame Mutation ein paar zusätzliche Arme bekommen zu haben. Er versichert uns, dass wir davon nicht krank werden und fragt uns nach Hilfe. Wenn wir ihm und seiner Gruppe ein paar Vorräte anbieten können, würden sie uns beim nächsten Überfallkommando dabei helfen, die Räuber abzuwenden. Sollten wir ihr Angebot annehmen? Natürlich. Wir haben so viel Essen. Bitteschön. Außerdem, ein möglicher Schutz ist immer gut. Dann sind wir nämlich dreimal geschützt. Mindestens einmal Axt, mindestens einmal Waffe und einmal, im besten Fall, die Mutanten. Entweder war es Erbarmen oder nur die Angst vor Banditen. Wir sind uns nicht sicher. Aber am Ende haben wir seinen Bedingungen zugestimmt. Wir werden ruhiger, wenn wir wissen, dass jemand anderes auf uns aufpasst. Besonders jemand mit so vielen Armen. Dolores ist ausgeschlafen. Ted scheint es auch gut zu gehen. Sehr schön. Ja. Hatten wir schon mal. Dass wir eventuell nach Wien ziehen müssen. Madame ist wieder da und sie hat was zu trinken mitgebracht. Sehr gut. Vielen Dank. Lassen wir sie die ganzen Fragen für den Moment am besten einfach mal Fragen sein. Nichts macht uns glücklicher, als Mary Jane von der Einöde in den Bunker zurückkehren zu sehen. Wir glauben, dass unsere Expedition in der Einöde von Fremden hätte verfolgt werden können. Wir sollten das nächste Mal behutsamer vorgehen. Unsere Expedition ist direkt los, um der Grundschule einen Besuch abzustatten. Schwierig. Nicht um zu lernen, natürlich. Oh nein. Wir brauchen verzweifelt Vorräte und die Schule war unsere beste Chance, welche zu bekommen. Das Biologie-Klassenzimmer hatte ein Aquarium. Die Fische sind gestorben, weil sie niemand gefüttert hat, aber das Aquarienwasser könnte immer noch trinkbar sein. Es war genug für ein paar Flaschen. Ähm,
Ich glaube eher, dass Aquariumwasser besser ist. Würde ich sagen. Mary Jane hat Hunger. Sie ist krank und sie ist müde. Dolores braucht Wasser. Ding braucht auch Wasser. Du bist durstig, du bist durstig, du bist hungrig. Weil du hungrig bist, kriegst du was. Gegenden, es könnte eine gute Möglichkeit sein, an frisches Essen zu kommen. Ja, komm. Dolores, geh mal raus. Wir haben draußen eine Stampede, wie es ausschaut. Oh. Da habe ich einen Schuss gehört. Was war das für ein Biest da draußen? Wir konnten nicht sagen, ob es eine Giraffe, eine Kuh oder eine Spinne war. Es hat ein paar Schüsse gebraucht, um es umzulegen. Aber am Ende fand es seinen Weg in unseren Mägen. Schade, dass es stark nach Tomaten so beschmeckte. Naja. Munition ist weg, ist nicht so schlimm. Mir Jane ist krank. Dolores ist krank. Und Ted braucht was zu trinken. Ich gehe davon aus, dass die beiden sowieso bald abhauen. Das heißt, wir stehen am Ende allein mit Ted da. Aber wir werden Dolores wieder rausschicken. Einfach nur, um die Chance zu haben, was zu bekommen. Wir haben heute beschlossen, etwas Spaß zu haben. Und ein oder zwei Spiele zu spielen. Der erste wählte das Spiel aus, das wir spielen sollen. Das hat uns am meisten Zeit gekostet. Und wir sind uns darüber immer noch nicht schlüssig. Toll. Oh, Gesundheit. Mann, du bekommst auch langsam ein bisschen Farbe, Dolores. Wir beschlossen, Szenen aus unseren Lieblingsfilmen nachzustellen, um uns zu amüsieren. Zumindest für einen Moment. Aus irgendeinem Grund war jede neue Szene, die wir aussuchen, aus einem Humphrey Bogart-Film. Mary Jane hat Durst. Dolores ist krank. Ted geht es gut. Weiter geht's. Völlig egal. Einfach mal weitermachen, weil ich werde mich jetzt auf Ted konzentrieren. Mary Jane, wenn wir ein Medikit kriegen, wirst du eventuell geheilt. Sie braucht was zu trinken. Ich will sie eigentlich nicht abhauen lassen, weil wir brauchen eine zweite Person eine Zeit lang. Deswegen kriegt sie was zu trinken. Das ist wahnsinnig. Wir finden überall Spinnen. Sie sind unsere Suppe. Sie sind in unserem Wasser. Wir könnten schwören, dass einige zurückgekommen und noch größer sind als beim letzten Mal. Das kann sich nicht weitergehen. Es ist Zeit, diese Spinnen zu bekriegen. Nee, keine Lust. Versucht's mit den Händen. Habt ihr es geschafft? Sieht nicht so aus. Wir beschlossen, mit Händen, Füßen und was für todbringende Körperteile man sonst noch benutzen konnte, um diese Spinnen loszuwerden. Bedauerlicherweise haben wir ihre Möglichkeit unterschätzt. Sie sind ziemlich schnell. Das Einzige, das wir erreicht haben, war müde zu werden. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal mehr Glück. Mary Jane, scheint es gut zu gehen. Ted wünscht sich ein paar Tropfen Wasser. Wie sehr? Oh, du bist nur durstig. Können wir erstmal weitermachen. Wir sind diesen Wänden vielleicht sicher, aber es gibt andere Probleme zu berücksichtigen. Keiner von uns kann richtig schlafen. Wir müssen uns so schnell wie möglich darum kümmern. Ansonsten könnten wir im Falle einer richtigen Gefahr wie Untertassenmännchen vom Mars einschlafen. Ja, es tut mir leid. Das war wohl nix. Jawohl, jetzt sind beide verrückt. Sehr schön. Tapfer ignorieren wir unsere Symptome. Wir haben wenigstens versucht, 1 bis 2 Stunden zu schlafen, ohne Erfolg. Jetzt sind wir noch müder als zuvor und wir werden uns bald anderen Problemen stellen müssen. Hoffen wir einfach, dass unsere Gene ausreicht, um die Räuber zu verjagen oder uns von der Strahlenkrankheit zu bewahren. Mary Jane ist verrückt geworden. Ted sieht so aus, als wäre er mit einem Bein schon im Grab und er ist durstig. Müde. Das haben wir auch schon oftmals gehabt. Tag 61. Ich glaube, gerettet werden wir eh nicht, weil wir keine Chance haben, Radio zu hören, weil das hier irgendwie nicht so schön funktioniert. Boah, wie toll das klingt. Ein paar Landstreicher, vermutlich Banditen, haben übrigens das Haus durchsucht. Natürlich, sie haben Dolores. Sie haben Dolores. Mary Jane sollte was trinken, er sollte was essen. Jetzt schicken, oh, wir können gar keinen rausschicken, weil sie müde sind, stimmt. So, Mary Jane hat Geburtstag, aber es gibt nichts. Von daher hat sie leider Pech gehabt. Tut mir leid. Das ist so ärgerlich. Wir sind jetzt schon so weit gekommen, haben noch gut Essen, ein bisschen was zu trinken, aber wir kommen nicht weiter. Weil wir kein Radio haben.
Gut, Mary Jane ist hungrig. Es war ein ruhiger Tag für Ted. Das heißt, wir können ihm jetzt in Ruhe lassen und ihr was zu essen geben. Rausgehen geht immer noch nicht. Wir wünschten, wir könnten einfach gehen. Hier unten zu sitzen und kaum etwas zu tun zu können, macht uns wahnsinnig. Tja, es tut mir leid. Tag 64. Wir können auf uns selbst aufpassen. Mary Jane, dass es gut geht. Und wenn Ted nichts trinkt, wird er nicht lange durchhalten. Ja, ich glaube, wir werden es jetzt ein bisschen beschleunigen, indem ich ihn halt einfach zu trinken gebe, wenn er es will. Komm, red mal zu deiner Tochter. Wenn wir Glück haben, seid ihr beide nicht mehr verrückt. Immerhin, sie ist es nicht mehr. Aber sie ist erschöpft und müde. Er ist auch erschöpft und müde. Nichts löst Probleme besser als eine ehrliche Unterhaltung über ein heißes Getränk. Wir haben das Letztere nicht, aber reden allein schien schon geholfen zu haben. Was erbraucht Mary Jane jetzt am meisten? Ted benimmt sich weiterhin seltsam. Es scheint, als sei er die meiste Zeit damit beschäftigt, seine inneren Dämonen zu bekämpfen. Komm, trink was, Mary Jane. Die hauen eh bald ab, weil sie beide verrückt sind. Gerade als wir dachten, der Tag würde ruhig verlaufen, wollte jemand eindringen. Eine Gruppe Banditen steht auf der anderen Seite der Tür. Sie fordern, dass wir mit erhobenen Händen herauskommen oder es auf die harte Tour machen werden. Das hört sich nicht gut an. Was werden wir tun? Wir nehmen unsere Knarre. So, die ist kaputt gegangen. Das heißt, wir haben noch einen hundertprozentigen Schutz. Wir haben Stand gehalten und diesen Banditen gezeigt, wer hier das Sagen hat. Wir hoffen, dass sie nicht irgendwann mit noch mehr Freunden zurückkommen. Unser treues Gewehr hat uns im Kampf geholfen, aber jetzt ist es nur noch ein Haufen Schrott. Das ist nicht gut. Schön. Gut, den anderen beiden geht's gut aktuell. Sie wollen nichts und brauchen nichts. Das heißt, es geht einfach weiter. Es gibt einfach so viele Dinge, die du in einem kleinen Bunker tun kannst. Also haben wir gedacht, hey, warum nicht ein paar Spiele spielen? Spiele sind nicht nur etwas für Kinder. Ja. Habt ihr euch diesmal einigen können? Wahrscheinlich nicht, oder? Gute Idee wäre, ein Spiel zu spielen, bei dem man still sein muss. Die Stille war zu erdrückend und wir haben schnell aufgehört. Mary Jane hat ausgeschlafen und Ted hat Hunger und Durst. Das heißt, wir können Mary Jane jetzt rausschicken. Sehr gut. Offenbar haben wir uns sehr unwohl gefühlt. Es war so, als hätte jemand oder etwas uns beobachtet. Wir könnten schwören, dass sich etwas im Schatten bewegt hat. Wenn noch etwas außer uns im Bunker lebt, ist es an der Zeit, ihm zu zeigen, wer hier unten das Sagen hat. Komm, randalier mal ein bisschen. Tag 68. Nichts Neues. Was auch war, ist jetzt tot. Ziemlich tot. Vielleicht verstecken sich in den ekligen kleinen Löchern noch mehr. Mary Jane sollte was trinken. Und Ted redet immer noch mit seinem Sockenfreund. Wir werden natürlich jetzt sie rausschicken. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht wiederkommen wird. Aber ich denke, ihr seht ein, dass es hier relativ unmöglich ist noch zu gewinnen, weil wir einfach kein Radio kriegen, deswegen keine Chance haben, gerettet zu werden. Also sie laufen einfach rum und klopfen mal. Mary Jane ist da draußen gegangen. Ted versucht es zu verstecken, ist offensichtlich, dass er eine Menge Probleme hat. Er spricht oft und lange mit seiner Sockenpuppe. So, jetzt müssen wir hier nochmal ganz kurz. Es ist offensichtlich. Tag 69. Alarm! Jemand versucht einzubrechen und sind nicht allein. Wir machen uns besser bereit, sonst könnten wir umkommen oder schlimmer. So, wir nehmen natürlich unsere Axt, werden damit auf jeden Fall uns einmal verteidigen können. Und jetzt stehen wir allein da. Das ist kaputt, alles ist kaputt. Dieses Mal konnten wir die Banditen besiegen, aber es gibt keine Garantie, dass sie nicht zurückkommen. Wir müssen allzeit bereit sein. Unsere Axt ist während dem Kampf zerbrochen. Wir sollten so schnell es geht eine neue auftreiben. Jeden Tag wird Ted geistesabwesender. Seit heute Morgen hat er sich in den Kopf gesetzt, eine Zeitung zu lesen. Gut, das hatten wir schon. Ted sollte etwas trinken. Da, trink was. Wir dachten immer, das Leben könnte besser sein. Das war, bevor wir atomar angegriffen wurden. Jetzt denken wir, dass das Leben sehr viel besser sein könnte. In gewisser Weise hat sich nicht viel verändert. Naja, passiert. Kommt Mary Jane wieder? Heute nicht. Mal schauen, wie lange es der verrückte Ted noch alleine schafft. Er beklagt sich immerhin nicht. Schon mal ein Anfang.
Klopf, klopf, dieses Geräusch überrascht uns, verwirrt uns immer. Es könnte alles bedeuten, gut oder schlecht. Aber wir sind immer neugierig. Sollen wir die Tür öffnen? Ich mach sie auf. Aus dem einfachen Grund, die Chancen, hier noch weiterzukommen, ist sehr gering. Er ist verrückt. Ja. Wird auch bald abhauen, weil es sein Socken selbst sagt. Mary Jane ist krank, wird sicherlich auch nicht mehr zurückkommen. Und aus dem Grund machen wir jetzt auf. Hoffen, dass wir gerettet werden. Ansonsten war es das jetzt. Wir werden es sehen. Gehen wir mit einem schönen Jubel unter. Oder ist es einfach nur eine Verarsche gewesen? Es war eine Verarsche. Wir haben die Luke geöffnet, aber draußen war niemand. Verdammte Spitzbuben spielen sogar nach der Apokalypse Streiche. Ja, das war zu erwarten, dass es auch möglich sein könnte. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir gerettet werden können. Kommen denn unsere Mutantenfreunde oder nicht? Nein, sie kamen nicht. Sie haben uns belogen. Damit ist das Ende jetzt auch nahe. Schade eigentlich. Lange durchgehalten. Aber nachdem das Radio kaputt war, konnten wir keine Nachrichten erhalten. Nachdem ich das versaut hatte mit der Map, war das auch schon am Arsch. Sehr ärgerlich. Ich hoffe trotzdem, dass es ihr Spaß hattet. Neugierige Katzen verpennen sich die Tatzen, sagt man. Alle Expeditionen, die wir losgeschickt haben, haben ein paar Abtrünnige zu uns gelockt. Wir mussten uns ergeben, unser Schicksal bleibt ungewiss. Wir sind nicht sehr optimistisch. Das einzige Gesetz, das es noch gibt, ist das Gesetz der Einöde und wir werden davon nicht profitieren. Wir haben 73 Tage überlebt. Wieder sehr lange. Schade. Wow. War echt gut. War gut. Ich hoffe einfach, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal bei. Aber denkt dran, wie jedes Mal, du bist umgekommen. Ciao.